Ah, ja. Dankeschön, vielen Dank. Okay. Gerade aufgestanden. Okay, ja, alles klar. Richtige. Richtig. Das sind andere Fragen. Das war da los. Kann man es ganz gut gucken. Fantastisch. Nehme ich. Dankeschön. So, Doping. Gut, gut. Ein bisschen Zucker. Na denn. Okay. Ich streng mich. Ach, du Sitzkissen hier. Dann würde ich sagen. Hallo. Ich so lange auf dem Holzbett. So, dann machen wir weiter, oder? Ein bisschen länger laufen lassen sollen. In der Sendung noch vom Ding, ne? Aber das hatte ich ja nicht. Der Kameramann hat das Ding schon in der Hand. Was ist, was mache ich hier mit? Sag mal rum. Hallo, Elfie. Moin, hallo. Ich bin bei dir. Ja, jetzt musst du aber hier, ne? Ja, ja, ich weiß. Du musst große Verantwortung. Wir haben ja die Arbeit gerade aus dem Tal wieder nach oben. Ja, das haben deine Zuschauer schon gesagt. Wieder unten, das muss. Ja, die sind ja leid gewohnt. Ja. Meine Zeit kommt morgen um 8. Alle? In diesem Live-Sendung, außer der Finalfrage. Ach, wirklich? Ja. Und, aber welche, die wir falsch beantwortet hatten. Alle, die wir... Also, so, wir machen weiter. Was, das hilft dir. Kaffee wäre gut. Kaffee wäre gut. Ja, auch. Milch, aber ich habe nicht alle gespart. Und das nützt nichts. Wir haben die geguckt und dann sitzt du da nichts. Und dann merkst du auf einmal, oh, das ist... erklärst du dir das? Keine Becher. Denselben Fehler machen. Ja, 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 klar, aber es sind gerade auch die, die man am Anfang beantwortet hat. Was wolltest du und hast du nicht gefunden? Keine Becher. Vorhin war der Pott alle, jetzt sind keine Becher mehr da. Das ist doch... keine Kaffeebecher. Keine Kaffeebecher. Ah, den finden wir. Wir bräuchten beide einen Kaffee. Einmal schwarz, einmal rehbraun, bitte. Rehbraun, das wäre sehr nett. Ich dachte, es wäre ein Special bei einer der... Dann würde ich sagen, auf in die nächste Runde. Wow. Deshalb ist es sehr gut, wenn du nachdenkst. Dann sage ich herzlich willkommen. Das kommt mehr bei Robert, hey. Von unserer sehr befreundeten Sendung. Ne? Gerade letzten Freitag ja zu Ende gegangen. Jetzt übernehmen wir. Schön, dass ihr Zeit hattet. Ja. Ja. Sebastian Klussmann, herzlich willkommen. Hallo. Und Dr. Thomas Kimmel, beide natürlich beliebte, erfolgreiche Jäger bei Gefragt Gejagt. Seid ihr jetzt extra wach geblieben oder habt ihr schon geschlafen und seid jetzt nochmal aufgestanden? Nö, das ist so mein normaler Lebensrhythmus, ne? Ja. Wann gehst du denn normalerweise ins Bett? Ja doch, so 3:30. Okay. Das passt. Und wann stehst du dann auf? Doch vier? Schon. Nein, nein, nein. Die Studiezeiten sind vorbei. Also kommt auf den Termin an, aber schon 9 und irgendwann hole ich den Schlaf danach. Ne? Okay, okay. Gut. Aber schon wirklich immer spät in der Nacht? Ja, ja. Ich gehe immer dann schlafen, wenn ich nicht mehr anders kann. Ne? Also ich habe irgendwas, was ich dann lese, gucke oder irgendwas mache oder ich bin unterwegs. Okay. Meistens ist es dann wirklich dieser Moment, an dem ich physisch nicht mehr kann. Dann gehe ich schlafen. Ist ja, nicht gesund, aber. Ja. Ich glaube, es wird hier ähnlich sein. Wir werden sehen. Schön, dass du dabei bist. Ja. Danke, dass du Zeit hast. Und Dr. Thomas Kinner, meine Damen und Herren, der Quizgott im Team mit Elfen. Bist du auch so ein... Ja. Ich bin auch so ein Nachtmensch. Also ich bin letzte Nacht auch so um 2 ins Bett gegangen, das ist aber normal. Und dann, ich brauche auch nicht viel Schlaf. Also ich wache dann auch morgens um 7, 8 Uhr wieder auf und dann bin ich fit. Also insofern ist das eigentlich eine ideale Gute, Zeit für mich. Gute, beste Zeit. Sollte man vielleicht öfter machen. Ja. Ja. Gerne, ja, gerne. Wir kommen, wir haben jetzt Zeit. Ja, genau, genau, ihr habt jetzt Zeit. Ne? So, es ist kurz nach 1 in der Nacht und ich freue mich auf die Runde mit euch. Wir sind die richtigen Gäste, dass wir uns zurücklehnen können, oder? Ja, genau, dann könnt ihr jetzt mal ein bisschen... Um diese Uhrzeit gefährlich, sich zurückzulehnen. Warum? Ich merke dich wieder auf. Vor allem, wenn denn der Sabber hier so... Hier, ich habe noch was Spannendes. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Wussten Sie eigentlich, dass es an Sylter Stränden, an den Stränden auf der schönen Insel Sylt, verboten ist, Sandburgen zu bauen? Ja. Ja. Oh. Oh. Wusste ich auch nicht, hat mich überrascht. Hm? Planänderung. So, wir schauen auf die Publikumsverteilung. Es hat sich nichts geändert. Hinter Team Bernhard 71 Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich sage es gerne nochmal.
alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt hier mit uns im Studio sind, sind das eben auch schon seit 18 Uhr. Ja, ne? Sind alle hart im Nehmen. Keine verloren. Hinter Team L 49. Hinter Team L 49. Dann schauen wir auf die kommenden 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Sind alle meine Lieblingsmonate dabei. Ja. So, Schweine. Eieiei. Dann schauen wir doch mal, was alles dabei ist. Januar, Februar, März, April. Das können wir singen. Ja. Jahresuhr steht niemals. August, September, Oktober, November, Dezember. Und dann fängt das Ganze schon immer mal was Neues. Es bleibt dabei, ihr könnt die erste Kategorie auswählen. Jede richtige Antwort 500 Euro. Und einen Publikumsjoker gibt es natürlich auch in dieser Runde wieder. Ganz ehrlich, man ist wirklich dabei und fängt an zu überlegen, oder? Das ist ja, einfach von oben links nach... Nee, überhaupt nicht. Hast du nicht Geburtstag? Ja, war ja schon vor allem April. Ja, ich im März. Fangen wir mit deinem. Wir fangen mit April an. Ja. Super. Was verkündete der britische Radiosender BBC am 18. April 1930? Caprese verschoss am Neujahrstag Elfmeter wegen eines Pupses. B. Heute gibt es keine Nachrichten. Oder C. Und hier die Neuigkeiten aus dem Jahr 2000. Okay. Warum verschoss er am Neujahrstag Elfmeter? Verschoss? Und warum ist das am 18. April? Ja, richtig. Wer war Herr Caprese? So. Heute gibt es keine Nachrichten. Nee, es gab mal so einen Tag, der wurde aber später mit. Es war irgendwie der langweiligste Tag aller Zeiten. Das war aber so in den 50er Jahren. Das hat aber mein Forscherteam. Das war so der dann an Form von Zeit. Aber vielleicht, also ich meine, lustig ist das natürlich. Heute gibt es keine Nachrichten. Ist nichts passiert. Oder nichts Neues oder nichts, wovon wir erzählen können. Mhm. Wäre natürlich lustig, oder? Ja, oder ist es hier so eine C, können natürlich auch so eine und hier die Neuigkeiten Sachen, so Science Fiction Serie oder aber wäre Krieg dann nicht der Welten und wann war denn Krieg übernommen. Wann war denn Krieg der Welten? Ich glaube auch ein bisschen später. Würde man da nicht sowas sagen und hier die Neuigkeiten aus dem Jahr 2030? Also, weißt du, dass man wirklich dann auch die 100 Jahre weitergeht? Aber warum 2000 klingt das schon mal? Ja, 2000 ist schon rund. Also ich würde nur A ausschließen. Ja, wegen dem Neujahrstag, ne? Ja. Und aufgrund dieser Caprese. Kann keiner Caprese heißen, ne? Kann ja. Nein. Also ich finde B, wie du auch sagtest, diesen Tag, wo nichts passiert ist, der langweiligste Tag der Welt. Vielleicht gab es sowas Ähnliches schon mal. Ja gut, aber das entweder sind die Fragenrechercheure darauf gekommen, weil es tatsächlich mal diese Studie gab, dass in den 50er Jahren der langweiligste Tag war. Oh, und deshalb ist die Idee erst aufgekommen. Aber, ja, also, aber warum nicht? Man muss das Programm füllen und sagt, ja gut, nix, wir kommen gleich zum Hörspiel. Wir kommen gleich, nee, es gibt keinen Namen, wir kommen zum Hörspiel. Ich finde das. Und jetzt das Wetter. Das ergibt am meisten Sinn. Ja? Oder? B? Ja, komm, wir machen. Am B gibt am meisten Sinn. Ihr versucht Sinn, euch was, mit B. Was immer ihr zeigt, B gibt mehr Sinn. Ja. Mhm. Okay. Aber es wird ein sehr kurzer Film, wenn das richtig ist. Am 18. April 1930 hatte der britische Radiosender BBC in den letzten 24 Stunden seine Neuigkeiten allesamt mitgeteilt. Von den Nachrichtenagenturen gab es keine neuen Meldungen mehr, die der Sender nicht schon ausgestrahlt hätte. So sah sich die BBC gezwungen, am Abend zu verkünden: Good evening. You're listening to the BBC World Service. There is no news today. Eine geschichtsträchtige Sendung. Die ersten 500 Euro für Bernhard und Sebastian Klussmann. Die erste Kategorie für euch. Super aus. Mein Geburtstag ist schon weg. Oh, das war auch April. Oh, stimmt. Dann nehmen wir mal meinen vielleicht? Ja, gerne. Im Februar, ja, bitte. Mhm. Wie viele Tage hat er? Wäre gut.
Damit Bären und Murmeltiere während der Winterruhe nicht ihre Muskeln verlieren? A. Verfügt ihr Körper über ein spezielles Hormon? B. Ernähren sie sich zuvor hauptsächlich von Fischrogen? Oder C. Zucken ihre Muskeln in regelmäßigen Abständen? Habe ich eine gewisse Tendenz zum Letzten? Ja, macht Sinn, ne? Also mit Fischrogen kann ich mir nicht vorstellen. Murmeltiere, die haben wahrscheinlich, die können sich nicht hauptsächlich von Fischrogen ernähren, weil die in den Bergen leben. Natürlich ernähren die sich überhaupt nicht Vegetarier? Ja, aber zumindest, also hauptsächlich von Fischrogen würde ich ausschließen. Ja, das, ja. Und, bin ich dabei. Und ihr Körper verfügt über ein spezielles Hormon. Das muss dann ja immer Muskeln aufbauen, die ganze genau. Zeit. Genau. Und das kann ich. Bären und Murmeltiere sind ja auch nicht irgendwie nahe verwandt, aber so das mit Muskelzuckungen, das könnte schon sein, dass die. Ja. Ja. In regelmäßigen Abständen. In regelmäßigen ich Abständen. Bin auch dafür. Ja, dann haben wir uns ja schnell entschieden. Ja. Ja. C. Okay. C. Gut. C. Das Problem der winterlichen Nahrungsknappheit lösen Bären und Murmeltiere, indem sie den Winter in einem Ruhezustand verbringen. In dieser Zeit ernähren sie sich von den zuvor angefutterten Fettreserven. Ausgelöst wird die Winterruhe durch das Hormon Hibernation Induction Trigger. Dieses lässt die Körperfunktionen stark verlangsamen und sorgt dafür, dass die Tiere in dem bis zu 7 Monate andauernden Winterschlaf nicht ihre Muskeln verlieren. Ein Mensch würde in einer vergleichbaren Zeit etwa 90% seiner Muskelkraft abbauen. Oh. Ah. Weißt du, was? Die Frage hatten wir. Und wir haben sie wahrscheinlich genauso falsch beantwortet wie beim letzten Mal. Bleibt es erstmal bei 0 Euro. Wir sind ganz am Anfang der Runde. Vor allem war alles dabei. Ja, Fisch war alle, bis man Bescheid wusste. März. Vielleicht ist es eine Einstein-Frage. 14. März. Um dem Lebensgefühl eines verarmten Künstlers näher zu sein, malte Vincent van Gogh A. häufig sich selbst anstelle von teuren Modellen, B. die meisten seiner Bilder mit seinem abgeschnittenen Zopf oder C. stets barfuß und auf einem wackeligen Hocker. Puh. Warum ist das die Frage in der Kategorie März? Wahrscheinlich ist Van Gogh im März irgendwie relevant, oder? So, sie war auch so geboren wie du. Ist ja, weiß ich nicht. 30. März. Ist der? Ja. Ist er geboren. 30. März. Gut. 30. Also, März. Es gibt aber nicht so viele. 1853. Nee? Nee, also ich kann mich da gar nicht. Also er hat viel. Andere hat seinen Doktor gemalt. Und er hat, also gibt es zwar mit dem Ohr so, aber er ist nicht der Künstler. Rembrandt ist dafür bekannt, Selbstporträts gemacht. Also hat er wie viele andere auch, aber er hat ja hier so Sternennacht und wie Zimmer und ganz viele Blumen und so. Also ist nicht der. Also er hat es auch gemacht, aber ist dafür nicht bekannt. Schließt nicht aus. Ja. Yeah. So, die meisten seiner Bilder mit seinem abgeschnittenen Zopf. Das heißt, er hat quasi Eigenhaar benutzt. Eigenhaarpinsel gebaut. Dafür muss er aber erstmal lange Haare gehabt haben. Ich habe ja irgendwann aufgehört zu malen. Ach so, ich dachte. Der lag jetzt da, den musste ich jetzt. So. Stets barfuß und auf einem wackeligen Hocker. Das passt natürlich zu dem Lebensgefühl. Also, ja. Ein verarmter Künstler hat keine Schuhe und keinen Stuhl. Wäre irgendwie die langweiligste der Antworten, aber wieder die, die am meisten Sinn ergibt. Ne? Ja. Das heißt, wir entscheiden uns gegen die Unterhaltung und für den Sinn. Kai, zeig uns bitte dieses langweilige Video, wo er stets barfuß auf einem wackeligen Hocker sitzt, was aber am meisten Sinn ergibt. Mhm. Wir nehmen C. Ja, wenn es richtig ist, gibt es 500 Euro. Egal, wie spannend das Video ist. Sie merken eine Schere. Auch wenn der heute berühmte niederländische Künstler Vincent van Gogh zu Lebzeiten noch unbekannt war, lebte er ohne finanzielle Nöte. Sein Bruder Theo sorgte für einen finanziellen Rückhalt. Der junge Vincent van Gogh bevorzugte jedoch das bescheidene Künstlerleben. Kunsthistoriker vermuten, dass er deshalb darauf verzichtete, teure Modelle zu engagieren und sich stattdessen selbst porträtierte. In seinen 10 aktiven Jahren als Künstler
malte er rund 35 Porträts von sich selbst. Das sind nicht viele. Viele sind relativ. So, das heißt, ihr könnt ausgleichen. Tut mir leid. Welcher gut. Monat darf es denn sein? Ich könnte mich nur erinnern. Nehmen wir was Sommerliches. Dann nehmen wir doch den Juli. Ja, das hört sich gut an. Aus welchem historischen Grund werden die besonders heißen Tage im Juli und August Hundstage genannt? A. Früher war zu dieser Zeit das Sternbild großer Hund zu sehen. B. Züchter setzten die Geburt neuer Welpen auf die Sommermonate. Oder C. Im Mittelhochdeutschen stand das Verb Hunden für Schwitzen. Da habe ich auch wieder eine sehr starke Tendenz. Ich hoffe aber, diesmal habe ich recht. Das hing mit dem großen Hund zusammen. Mit Sirius, der Hundsstern, Canis Major, das Sternbild. Da bin ich sehr stark für A. Ja? Ja. Ich glaube, genauso wollte es der Elton auch erklären. Antwort A. Umgangssprachlich werden in Europa die heißen Tage zwischen 23. Juli und 23. August als Hundstage bezeichnet. Diese Zeitangabe entstand im Römischen Reich. Denn damals war im Juli und August das Sternbild Großer Hund am Himmel zu sehen. Vom Aufgang des Sternbildes bis zur Sichtbarkeit als Gesamteinheit vergingen etwa 30 Tage. Heutzutage ist nur der Name geblieben. Zeitlich hat sich der Aufgang des großen Hundes auf Ende August verschoben. Gleichstand. Nächster Monat, nächste Kategorie. Wäre es mit einer Weihnachtsfrage? Unbedingt. Eigentlich nicht, aber... Dann nehmen wir Januar. Dann nehmen wir die Neujahrsfrage. Die Polizei eines US-Städtchens in Pennsylvania suchte im Januar 2019 Freiwillige, die A. sich mit den Beamten eine heiße Verfolgungsjagd leisten sollten, B. im neu gebauten Gefängnis zur Probe einsitzen durften oder C. sich auf Kosten der Ordnungshüter betrinken sollten. Ja, ist irgendwie alles vorstellbar, finde ich. So, ja, ich, also, jetzt mal... Wir sind in den USA. Ja, und wir sind in Pennsylvania. Ja. Sich mit den Beamten eine heiße Verfolgungsjagd leisten. Also das hieße im Sinne von, wir fahren jetzt rum und dann lernen wir verfolgen. Ist Training. Ja. Ja. Aber würde man das im Januar machen? Warum im Januar? Glatt ja, dort. Zumal ne? Pennsylvania ist ja jetzt auch eher nördlich. Ja, ja. Genau. Kalt dort da, ja. Vielleicht hatten die neue Winterreifen auf ihren Polizeiautos. Aha, das ist zu gefährlich. Im neu gebauten Gefängnis zur Probe einsitzen durften. Sowas können wir natürlich gut vorstellen. Die sitzen dann da drin und die sollen gucken, ob sie die Tür aufkriegen. Und nicht, dass man noch verklagen müssen, wird, genau. Ne? Wenn es ja, nicht so... ist zu eng, ne? Dann tun die sich weh und das sagen Aua und weinen, wo die Pflaster sind. Da gibt es gleich eine Millionenklage. Also genau. Das finde ich gut. So, C, sich auf Kosten der Ordnungshüter betrinken sollten. Ganz ehrlich, das ist so bekloppt. Wer denkt sich sowas aus? Ja, weg. Vielleicht ist es... deshalb kann ich es mir sogar vorstellen. Die haben da irgendwie... Ja, also die sollten sich betrinken und die Ordnungshüter haben damit irgendwas getestet. Ihre neuen Alkoholtests oder wie sich Leute verhalten, wenn sie betrunken Auto fahren oder Befragungen von Besoffenen, also sowas. Ist gleichzeitig auch Training. Ich finde, jetzt könnten wir mal nach Unterhaltungswert gehen. Ne? Ja, Sinn ist ja hier nicht gefragt. Nein, hier geht es um Unterhaltung. Richtig. Wir also nehmen wir jetzt Tiefgang. Nehmen wir jetzt die Unterhaltung 10. So machen wir das. Wir würden gerne diesen unterhaltsamen, aber nicht sehr sinnvollen Film mit den Ordnungshütern und den betrunkenen Freiwilligen sehen. Naja, das kann auch ganz lustig werden. Bitte wählen Sie C. Könnte ganz lustig sein. Love to entertain you. Anfang 2019 veröffentlichte die Polizei von Kutztown in Pennsylvania einen ungewöhnlichen Aufruf im Internet. Gesucht wurden 3 Freiwillige zwischen 25 und 40, die sich auf Kosten der Ordnungshüter betrinken durften. Sie sollten damit den Polizisten helfen, den Umgang mit alkoholisierten Fahrern bei Verkehrskontrollen zu trainieren. Schon am ersten Tag wurde das Department von Hunderten von Bewerbungen überflutet.
sodass man kurz darauf die Suche dankend abschließen konnte. Ich sag doch. Yes. Lustige Antwort, unterhaltsam. Habt ihr auch was an der Bar dort? Dafür. Wir sind bei 1000. 1000 Euro. Kriegen wir jetzt auch was hier? Oh, nein, danke. Oh, im August, wo es warm ist. Ja. Ja. Bist du so gut gefahren mit dem warmen. Wir nehmen den August. Das ist jetzt so. Den dummen August. Clowns. Jetzt kommt eine Clownsfrage. Alle vier Stunden geht genau. Clowns. Auch doof, ne? Alles Monat und dann ist ein Vorname dazwischen. Ja. Womit lässt sich im Sommer beim Rasensprengen Wasser sparen? A. Leeres Marmeladenglas. B. Tauchring. Oder C. Durchlöcherte Glassichtfolie. Ja. Ein Tauchring, was ist, so ein Ding? Das war ja ein großes Thema, ne? Jetzt das den ganzen Sommer über. Das ist ein Tauchring. Das, ja, okay. Aber was kann man damit? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt genau? Wie definieren die jetzt das Rasensprengen? Also wenn ich mit dem Schlauch da dran gehe oder eh schon diese Dinge habe, wo viele ja, kleine Löcher sind? Dabei ist ja eigentlich die Wassermenge. Die hängt ja damit zusammen, wie stark ich den Wasserhahn aufdrehe, ja, oder? Das heißt, wenn ich jetzt schon mal so und so viel Wasser reinlaufen lasse in den Schlauch, kommt es ja irgendwie auch raus, egal ob ich da eine Glassichtfolie dahinter mache oder nicht. Also, ich kann mir es auch gerade nicht vorstellen, wie das mit dem Marmeladenglas funktionieren soll. Leeres Marmeladenglas. Ein leeres Marmeladenglas. Publikumsfrage. Volles, meinst du? Wenn ihr beide ratlos seid? Ja. Ja, Tauchring. Ein Tauchring hat doch verschiedene Größen. Ja. Der ist so rund. Wie soll sich da... Wo würde man den befestigen? Das ist die Frage. Also durchlöcherte Klarsichtfolie ist in der Hinsicht natürlich... Du hast recht, Wassermasse ist vielleicht egal, aber es verteilt sich ja halt verteilt anders. Sich als wenn mehr, du, ja. Wenn du mit, aber da hast du doch einen Gartenschlauch, da ist auch diese... Genau, hast du diese Düsen dran und dann hast du ja auch... Ja, vielleicht ist es ganz doof, das leere Marmeladenglas. Aber wie kann ein leeres Marmeladenglas, wie soll das... Also ihr müsst euch nur für eine Antwort entscheiden. Wie es dann geht, zeigen wir, ne? Ach, ihr habt da mal was vorbereitet. Ja, ja, ihr müsst nicht die ganze Erklärung mitliefern. Okay. Also Tauchring macht für mich keinen Sinn, weil das ist rund. Wo willst du das hinpacken? Ja, ja. Durchleuchtete Klarsichtfolie, da hast du Düsen. Das wäre das Gleiche. Vielleicht ist das leere Marmeladenglas, weil es so absurd klingt. Und wollen wir es einfach mal riskieren? Ich glaube, ja. Ja, wir riskieren einfach mal das leere Marmeladenglas. Ja. Und jetzt zeig uns, wie das geht. Ein guter Tipp. Damit der Rasen im Sommer nicht eingeht, muss er ausreichend bewässert werden. Wer sich dabei für einen Rasensprenger entscheidet und nicht unnötig Wasser verschwenden möchte, kann sich mit einem Trick behelfen. Einfach ein leeres Marmeladenglas auf die Wiese stellen. Steht das Wasser in dem Glas rund 2 cm hoch, kann der Sprinkler ausgestellt werden. Denn diese Menge reicht zur Rasenbewässerung aus. Genau so haben wir das. Genau so wollen wir das machen. Wir wollten nicht schlafen. Genau das haben wir gesprochen. Da gibt es auch 500 Euro dazu. Bleibt beim Gleichstand. Respekt. So, sehr welcher gut. Monat? Ich freue mich schon mal, ich bin Kleingärtner, das werde ich gleich umsetzen. Ja. Hast du einen Garten zu Hause? Ja, also, ja, Familiengarten. Ja, also, so schöner Berliner Schrebergarten. Okay. 12.000 Quadratmeter. Nee, das ist kleiner als das Schlimme. Viel kleiner. Bloß nicht Dezember, keine Weihnachtsfeier. Nein, auf gar keinen Fall. Dann lass uns doch Oktober nehmen. Ja, ja. Oktober ist großartig. Ja. Da fängt die Fledermaus. 3. Oktober. Ja. Je später im Jahr eine Kartoffelsorte geerntet wird, desto A. geringer ist ihr Stärkeanteil. B. kugelförmiger ist die Knolle. Oder C. länger kann sie gelagert werden. Tja. Wie entsteht denn Stärke in so einer Kartoffel? Gut. Natürlicherweise. Das entsteht natürlicherweise.
Das, kugelförmiger ist die Knolle. Das ist doch wirklich, warum? Das hängt auch von der Sorte ab, ja, oder? Ob das ist eine Rundkartoffel, eine kleine, dicke, dünne. Wobei, wenn die, wird die immer größer? Also wenn die immer größer, vielleicht ist es natürlicherweise, dass die sich dann... Also ich fand es ja auch erst absurd. Aber ich finde, je kleiner die Kartoffeln, desto kugelförmiger. Vor allem aber, warum soll es eine Kugel sein und nicht ein Oval? Ja, die werden doch immer... Also je größer die Kartoffeln, desto länglicher sind die doch. Die wachsen eher nach unten und oben. Also B würde ich ausschließen. Kommt ja auch auf die Intelligenz des Bauern an. Ja, genau. Ja, ja. Länger kann sie gelagert werden oder geringer ist der Stärkeanteil? Also entwickelt sie Stärke oder wird die Stärke abgebaut? In welcher Form magst du Kartoffeln am liebsten? Gekocht. Also richtige... Bratkartoffeln sind so toll. Meine Oma hat großartige Bratkartoffeln gemacht. Richtig gute Bratkartoffeln sind schon was Feines. Das ist schon Rührei. Auch ein richtig gutes Kartoffelpüree ist auch fein. Auch gut? Mhm. Nee, alles so. Püree ist nicht mein. Fritz ist auch in Ordnung. Mm. Ne? Länger kann sie gelagert werden. Ja, aber das würde bedeuten, je länger sie unten ist, desto länger was passiert denn? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann es sein, dass vielleicht die Stärke in Zucker umgewandelt wird? Passiert das nicht immer überall, dass Stärke in Zucker umgewandelt wird? Oder irgendwas baut es halt ab. Das kann ja sein. Ne? Und das heißt, da ist Stärke drin und da wird sie immer älter, baut immer mehr Stärke ab. Bei Lagern kann man die doch alle... Ich meine, im Prinzip ist sie am Boden gelagert, ne? Ja. Also sollen wir A nehmen oder irgendwas Publikum? Ja. Ach so. Ja, wir können das Publikum fragen. Nee, stimmt. Also hier gibt es Joker. Wir haben ja gar keine Joker. Ja, ich kenne das nicht mit Joker. Doch, wir haben immer einen Publikumsjoker. Okay, ja, stimmt. Habt ihr überhaupt Publikum? Dafür gibt es mehr Fragen mit Sinn und weniger mit Unterhaltung. Es gibt bei euch per se schon mal mehr Fragen. Das stimmt. Ja. Und das Publikum sieht man ja nie. Im Moment ist auch keins da. Das ist ein großes Ja. Wir vermissen es ja. Was man sieht, ist altes Publikum. Im Moment haben wir gar kein Publikum da. Auch bei der letzten Aufzeichnung nicht. Ich hoffe, dass sich das ändern wird. Und viele Bekannte gesehen. Ja, also ich meine, meinst du, das ist was, Jo? Oder darf das Publikum weiß? Ja, nee, man darf gucken, aber es ist halt... Nein, darf man nicht. Dann ist der Joker halt genommen. Okay. Ist das was das Publikum weiß? Du kennst sie schon länger. Ja. Es gibt kein Publikum, was ich so lange kenne wie dieses hier. Wir sind jetzt schon, schon fast wie eine richtige Beziehung, kann man sagen. Ja. Das merkt man hier auch, ne? Das ist sehr familiär. Und ich finde, in einer Beziehung darf auch der andere mal eine Entscheidung treffen. Gut. Oder? Dann machen wir das so. Das Publikum, wir nehmen das Publikum. Gut. Hier war am schnellsten, ne? Die Dame war am schnellsten. Das war also die beiden Namen. Oh, das sehr wieder eine sie hat schon zwei. Sie hat heute schon abgeräumt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich würde bei der Dame. Weil du einen Hauch später warst, außerdem sind Frauen, die aufstehen, immer etwas da musst du immer aufpassen. Nein, ihre Antwort sicherer. Männer, das stimmt, das stimmt. Ja. Außerdem, außerdem kommt er vielleicht noch mal zum Zug bei der Insektenfrage. Bei den Insekten, genau. Die Hummelfrage haben wir selbst hingekriegt. Hallo. Wir haben uns auch noch nicht persönlich kennengelernt. Das stimmt, ich bin Jessica. Hallo Jessica. Ich bin mit meiner Schwester hier. Oh, hallo. Hallo Schwester. Hallo. Hallo. Seid ihr noch fit? Ja. Habt ihr noch Proviant dabei? Ja, ist noch alles da. Ja, was habt ihr euch denn insgesamt, was habt ihr euch denn alles eingepackt? Auch ein bisschen Gemüse, ein bisschen was Süßes. Aha. Kartoffeln? Ja. Für wie lange habt ihr was eingepackt? Naja, hoffentlich für 25 Stunden. Okay. Also ihr... Also ich merke schon, sind alle hartnäckig hier. Ne? Aber das sieht man auch, wie eventgetrieben die Menschen heute sind. Ne? Man sagt, ich war dabei, ne? Und dann hat man was zu erzählen. Aber es geht uns ja genauso. Ne? Das ist ja auch ein bisschen Selbstexperiment. Ne? Okay, Jessica, Kartoffeln? Ich habe mal gehört, man soll Kartoffeln auf keinen Fall im Kühlschrank lagern, weil die dann süßer werden. Mhm. Und deswegen denke ich, dass je später im Jahr, desto kühler ist das Jahr und desto geringer dann der Stärkeanteil, weil mehr Zucker. Okay. Also du folgst damit eigentlich dem, was sie gesagt haben, nur eben mit einer etwas detaillierteren Erklärung. Ja. Die Leute nicken oder einschlafen. Nee, sie nicken. Ja, okay, Antwort A. Jessica, haben wir eingeloggt. Weiß ich nicht. Kartoffeln werden in Deutschland zwischen Juni und Oktober geerntet.
Frühkartoffeln zeichnen sich durch eine besonders zarte Schale aus. Dadurch verlieren sie allerdings auch schnell Wasser, weshalb sie maximal 2 Wochen gelagert werden können. Mittelfrühe Sorten haben eine dickere Schale und können bis zu 8 Wochen gelagert werden. Die ab September, Oktober geernteten späten Sorten halten sich im Keller sogar mehrere Monate. Jessica, schade, aber ich glaube, das wäre hier auch auf Antwort A gegangen. Insofern, wo gehen wir hin? Scheitern noch gemeinsam. Trotzdem danke. Oder? Ja, und sie hat wieder gewusst. Ja, wir können mal versuchen, die Mitte. Naja, ist aber richtig geraten, weil sie hat ja, ich habe keine Ahnung, aber. Ne? Es bleibt bei 1000 Euro. Jetzt könnt ihr in Führung gehen. Mit Juno. Juni. Warum wird die Haut bei einem Sonnenbrand rot? A. Die Oberhaut simuliert zur Histaminbildung einen Allergieschock. B. Das Plasma ist in den verbrannten Körperzellen eingekapselt. Oder C. Zur Notversorgung werden die Blutgefäße stark geweitet. Ja, das ist auf jeden Fall eine Reaktion. Also mit dem Plasma, das würde ich ausschließen. Das ist okay. Plasma in den verbrannten Körperzellen eingekapselt. Okay, das Plasma. Kommst du wieder? Ja. Okay. Ein Allergieschock. Wäre auch blöd, mitten in der Runde zu gehen, muss man auch sagen. Ein Allergieschock, das ist eigentlich doch. Sowas sieht doch anders aus. Man kriegt ja keine Pickel, oder? Also, ich tendiere dazu. Vor allem juckt es ja auch nicht. Nee, das stimmt. Genau. Dann Elton, du hattest nun wirklich so oft Sonnenbrand. Sonnenbrand? Ich hatte mal Sonnenbrand. Den hast du auch schon auf. Aber Sonnenbrand tatsächlich habe ich relativ. Oder waren es nur eng beieinander liegende Mückenstiche, die Haut rot erschienen ließen? Naja, das ist. Nee, Sonnenbrand hatte ich tatsächlich relativ sehr. Nee, neigst du gar nicht dazu? Nee. Ich versuche es auch zu vermeiden, weil ich weiß, wie ungesund es ist. Ja. Man kann ja immer diesen schönen Test machen, wenn man jetzt merkt, dass so ein Sonnenbrand im Anflug ist. Wenn man dann die Haut drückt und die Stelle bleibt eine Zeit lang weiß, dann ist es verbrannt, dann ist es schon ungesund. Das heißt, deshalb tendiere ich zu C, weil ich denke, das hat was mit den Blutgefäßen zu tun, mit der Weitung der Blutgefäße. Das ist einfach so eine Abwehrreaktion der Haut, die versucht da irgendwie etwas auszubremsen, denn den Allergieschock, den kann ich mir nicht. Allergieschock sind Pusteln, juckt. Ja, genau, so in der Richtung würde ich auch denken. Und Plasma eingekapselt, das. Warum sollte das rot werden, wenn das Plasma eingekapselt ist? Ja, ja, das ergibt doch keinen Sinn. Und vor allen Dingen, ein Sonnenbrand entsteht ja doch relativ schnell und in den Zellen etwas einzukapseln, das würde wahrscheinlich viel, viel länger dauern. Ich kann mir das auch jetzt gar nicht so vorstellen. Also ich tendiere da zu C. Dass das eine Notversorgung, dass es einfach eine Reaktion des Körpers ist, der schnell irgendeine Abwehrmaßnahme treffen will. Und das geht meiner Meinung nach am schnellsten. Wie ist denn das, wenn es zu kalt wird, dann verengen sich doch die Blutadern, oder nicht? Ja. Das ist ja das Gefährliche. Du denkst, die ist warm. Genau. Weil die sich verengen. Ja. Und das ist ja das Gefährliche. Und bei Hitze dehnen sie sich dann wahrscheinlich aus. Also ja, gehe ich mit dir, würde ich da auch. Ja. Okay. Dann nehmen wir C. Okay. Dann gucken wir, ob ihr in Führung geht. Ein Sonnenbrand ähnelt einer Verbrennung der Haut ersten bis zweiten Grades. Dies äußert sich durch Schwellungen, Juckreiz, Hitzegefühl und eine deutliche Hautrötung. Letztere wird durch die erhöhte Durchblutung aufgrund einer starken Gefäßerweiterung hervorgerufen. Dies ist ein Anzeichen für eine entzündliche Reaktion. Die betroffene Hautregion wird so besser mit Nährstoffen und Immunzellen versorgt und die geschädigten Hautzellen können vom Körper repariert werden. Ich frage mich immer, wie man für so einen Film so jemand findet. Suchen Mann mit starkem Sonnenbrand für Filmdreh. Leute, die sich da gemeldet hatten auf die Polizeianzeige. Und nachdem die betrunken genug waren, haben die dann diesen Film gemacht. So, bei euch 1500 Euro. Ihr habt noch die Wahl. Mai, September, November, Dezember. Also wir nehmen ja nicht Dezember, weil die Frage können wir nicht. Wir nehmen Mai.
Da habe ich Geburtstag. Deswegen eine Pflaumenfrage. Ja, sowas Ähnliches. Maiglöckchen unterscheiden sich von Schneeglöckchen dadurch, dass sie A. nach Knoblauch riechen, B. herzförmige Blätter haben oder C. nach der Blütezeit rote Beeren bilden. Ne, mach weiter, war noch nicht dabei. Oh, ich hab's ja nicht so mit Blumen gesagt. Also ich weiß, dass es einen unfassbar... Ich bin mal am Schloss Brühl durch den Park gelaufen und da gibt es unfassbar viele Maiglöckchen. Und es roch nach Knoblauch ohne Ende. Das mit dem Knoblauch habe ich ja auch schon mal gehört. Ob es jetzt wie rum, hätte ich nicht sagen können. Weil es gibt etwas, das kann man mit Maiglöckchen verwechseln. Da geht es irgendwie um die Blätter, wo die dann sind. Aber das sind nicht die Schneeglöckchen, weil die Schneeglöckchen sind ja im Januar, Februar. Aber das kann botanisch ja schon so sein. Das ist ja so Allium und was. Vielleicht auch. Und Schneeglöckchen riechen nicht nach Knoblauch, aber Maiglöckchen, also Knoblauchgeruch gibt es auf jeden Fall bei Maiglöckchen. Ja, lag aber nicht so an der Kinderbude oder so. Nee, das war mitten im Park, das war unfassbar. Dann, also das mit dem Knoblauch habe ich schon mal gehört. Ja, aber du hast es schon mal gehört, ich habe es schon mal erlebt. Du hast schon mal gerochen. Das ist sowohl, macht sowohl Sinn, ergibt sowohl Sinn und war unterhaltsam. Das jetzt muss es sein. Beide zusammen. Jetzt muss es doch mal stimmen, oder? Ja. Kai. Ja? Spiele die sinnvolle und unterhaltsame Antwort A ab. Ja, aber wir haben ja noch keinen Geruchsfernsehen, ne? Was gibt's denn da? Schon wieder falsch. Ist das nicht, Bärlauch? Stunden gut so. Ist das nicht Bärlauch, was so nach Knoblauch riecht? Beides. Nein, ich glaube, der Kai hat recht. Wir hätten ihn als Joker nehmen sollen. Nein. Ich stand leider nicht zur Verfügung. Riecht beides so. Sowohl Schneeglöckchen als auch die meisten Maiglöckchensorten ähneln sich durch ihre grünen Blätter und milchweißen Blüten. Aus den tropfenförmigen Blüten des Schneeglöckchens entstehen im Spätfrühling gelbliche bis hellgrüne Kapselfrüchte. Die intensiv duftenden Blüten des Maiglöckchens bilden im August kleine rote Beeren, die Amseln und Insekten als Nahrungsquelle dienen. Für den Menschen sind sie giftig, aufgrund der darin enthaltenen Glykoside, die die Herzfrequenz beeinflussen können. Es ist Antwort C. Ja. Wir können noch ein bisschen mehr in Führung gehen. Mit wem bist du denn da durch den Park gegangen, wenn es so nach Knoblauch gerochen hat? Ja, das musst du nach der Gyrosplatte gewesen sein. gehen wir denn... Wenn die jetzt schon Mai uns geklaut haben, können wir dann noch September nehmen? Das ist noch so ein bisschen spät. Ja, können wir gerne machen. September. Das ist eine Frage zu Earth, Wind and Fire. Do you remember? Im September 2013 wurde auf den Malediven während der Präsidentschaftswahlen A. eine verdächtige Kokosnuss in Polizeigewahrsam genommen. B. im Radio pausenlos Kokomo von den Beach Boys gespielt oder C. durch ein Blitzurteil auch Schulkindern das Wahlrecht erteilt. Uiuiui. Das ist jetzt irgendwo der falsche Internet. Wenn es die Seychellen wären, hätte ich mich besser ausgekannt. Das wäre wohl ansonsten die Kategorie Wie bitte oder Wahnsinn des Tages gewesen. Ja. Wahrscheinlich, ja. Ja. Also, ich glaube nicht, dass die Schulkinder das Wahlrecht erteilen. Das wäre einfach so. Ja. Das ist natürlich das Ding, wenn der Präsident wiedergewählt werden möchte. Ja, klar, aber dann ein Urteil, das wäre ja ein Gericht, was das. Ja. Also, und vor allen Dingen die Malediven. Das ist eine Republik, die einigermaßen demokratisch funktioniert. Also da glaube ich nicht, dass da so aus der Hüfte heraus irgendwelche Entscheidungen in der Richtung gefällt würden, unterstelle ich mal, im positiven Sinn. Kokomo während der Präsidentschaftswahlen könnte natürlich etwas damit zu tun haben, dass vielleicht einer der Kandidaten eventuell, es gibt ja manchmal so, Al Gore hatte ja auch so ein Lied, das immer wieder, oder Clinton und so weiter, oder Carter, die immer Lieder hatten, die mit ihnen assoziiert wurden.
Wobei dann natürlich, wenn das Radio das pausenlos spielt, hätte das schon wieder einen sehr manipulativen Charakter. Und ich kann mir natürlich vorstellen, das ist nicht so absurd, eine verdächtige Kokosnuss irgendwie hat es da, dass da vermutet wurde, dass eine Bombe drin steckt. Also irgendwie, das ist ja durchaus, ja, sagen wir mal, realistisch, dass man sowas machen könnte. Und dass man dann einfach sagt, hier, wir müssen jetzt, mich stört ein bisschen das Wort Polizeigewahrsam, weil ich meine, Gewahrsam in Gewahrsam nehmen, das ist ein bisschen komisch. Aber es wäre irgendwie zwischen A und B. Ja, ich würde B aber auch ausschließen, weil ich glaube, die singen immer irgendwas mit Bermuda, Bahama, also ich glaube, da kommen Malediven gar nicht vor. Nee, das auf, ja, stimmt, genau. Warum sollten die da, und ja, ja, vielleicht Kokosnuss oder Wahlmanipulation, irgendwas. Ja, ja. Und du hast recht, während der Präsidentschaftswahl wurde auf einmal Schulkindern das Wahlrecht erteilt. Ja, also Schulkind, das heißt also Siebenjährige. Ja, eben Schulkindern. Also das ist ja nicht, da steht ja nicht Jugendlichen oder da steht nicht. Ich meine, es gibt sicher Länder, in denen man ab 16 wählen kann oder sowas, aber Schulkindern das Wahlrecht erteilen, das habe ich noch von keinem Land gehört. Dann sind wir bei A. Da sind wir bei A. Wir sind bei A. Wir sind bei A. Vielleicht war das Verdächtige ja, dass an der Kokosnuss noch ein Ritter dran hing. Sieben Uhr morgens am 3. September 2013. Eigentlich sollten die Bewohner des maledivischen Kafu-Atolls ihre Stimme zur Präsidentschaftswahl abgeben, doch es herrschte Unruhe. Vor einem Wahllokal lag eine Kokosnuss mit mysteriösen Inschriften. Der Glaube an schwarze Magie ist hier stark verbreitet und Kokosnüsse sind Teil der magischen Rituale. Bevor die verdächtige Nuss die Wahl manipulieren konnte, wurde sie von der Polizei in Gewahrsam genommen und schließlich für unschädlich erklärt. Das ist auf jeden Fall meine Schlagzeile gewesen. 2000 Euro. Ihr seid auf einem guten Weg. Wir haben noch November und Dezember. Offenbar die beiden unliebsamsten Monate. Wir nehmen jetzt November. Und wenn ich Dezember weiß, kriegen wir Ärger. Nein, alles gut. November. Das Wintergemüse Grünkohl. A. Entwickelt bei Kälte ein Frostschutzmittel. B. Sollte nicht zu Fisch gegessen werden. Oder C. Wird bei starker Sonnenstrahlung gelb. Sag mal, das mit dem Frostschutzmittel machen doch einige, oder? Was? Also das gibt es ja als Frostschutzmittel bei Pflanzen. Ja, gibt es, ja, ja. Also warum sollte es beim... Das nicht geben. Entweder ist es die große Falle oder ist es... Genau. Entweder es entwickelt das, damit es eben nicht friert. Hast du mal gelben Grünkohl gesehen? Gelben Grünkohl. Also ich meine die Sonne. Nee, weil wenn der Sonne kriegt, würde der ja. Das passiert sicherlich irgendwo. Oder wird der Grünkohl abgedeckt? Hast du das mal gesehen, dass der abgedeckt wird? Es gibt doch so Sachen, die werden abgedeckt und nur verpackt verschickt. Gibt es irgendeinen Grund, warum man das nicht so. Also wir sprechen ja nicht über geschmackliche Gründe, sondern über gesundheitliche Gründe. Ja, warum soll ich dazu nicht Lachs essen ist, genau, oder sonst was zu, ja, aber was beim Fisch. So viele Fische, wie es gibt. Nein, Quatsch. Also B würde ich auch ausschließen. Ja. So. So, genau. Wieso haben wir eigentlich diese ganzen Garten- und Maiglöckchen-Fragen abbekommen? Ich meine, wir haben die Kartoffel gekriegt, wir haben das Maiglöckchen, wir haben den Grünkohl. Sehen wir so hungrig aus, oder? Ich bin so gar kein Grünkohlesser. Das ich liebe Grünkohl. Ja? Nee. Oh, Grünkohl und Pinkel ist super lecker. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass der gelb wird, auch nicht, dass der dunkel gelagert wird. Es gibt so Salate, die werden dunkel gelagert. Ich habe mal weißen Grünkohl gegessen. War der starker Sonnenstrahlung ausgesetzt? Tja, wir sind ja beide bei A, ne? Das Publikum können wir nicht mehr nehmen. Wir sind oft immer beim selben und liegen oft falsch. Wir sind beide sehr verunsichert, gebe ich zu. Geben wir das so an den Kai oder denken wir einfach noch ein bisschen drauf rum und geben dann trotzdem A an den Kai? Also es wird darauf hinauslaufen. Oder dann würden wir uns besonders ärgern, wenn es falsch ist. Also muss ja irgendwelche auch evolutiven Vorteile gehabt haben. Ja, natürlich, ne? Dass der im Winter ist. Das ist oder wir haben es so... wann wird es denn geerntet, oder? Ja, das ist ein ganz klassisches... Damit der nicht kaputt
kaputt geht, gibt es da ein Froschschutzmittel. Wie Frösche auch. Vielleicht hat er sogar ein Froschschutzmittel. Komm, du hast gelächelt. Der Kai hat gelächelt. Er fand es nicht so schlecht. Mhm. Da kann die aus. Ja. Wir wollen es einfach das nicht sagen, ne? Muss auch den Witz genießen können. Ne? Ja. Anders als Grünkohl. Also was machen wir? Grünkohl nehmen. Wir nehmen Grünkohl. Wir nehmen die Grünkohlfrage. Wir nehmen A. Okay. Gut, Frostschutzmittel, sagt ihr also. Grünkohl gilt auch deshalb als Wintergemüse, weil er erst bei niedrigen Temperaturen Kohlenhydrate in Zuckermoleküle umwandelt. Sie machen das Gemüse schmackhaft. Die Zuckerteilchen haben für die Pflanze auch einen nützlichen Effekt. Sie dienen als Frostschutzmittel. Zucker hat gelöst die Eigenschaft, den Gefrierpunkt von Wasser zu senken. In den Pflanzenzellen bilden sich somit erst bei deutlich niedrigeren Temperaturen Eiskristalle, die den Zellen zusetzen würden. Also 500 Euro dazu. 1500. Letzte Frage für Team Elton. Nochmal die Chance, um 500 zu erhöhen. Aus der Kategorie Dezember. Und einen Joker habt ihr auch noch. Ja, stimmt ja. Die Lichterkette am Weihnachtsbaum. A. Lässt schnell einen essigartigen Geruch im Zimmer entstehen. B. Kann auch im Nebenraum für kürzere REM-Schlafphasen sorgen. Oder C. Kann das WLAN-Signal beeinflussen. Da habe ich auch eine sehr starke Tendenz. Es ist C, ne? Ja. Weil die Lichterkette, ich meine, da gibt es ja verschiedene. Früher hat man, heute hat man hauptsächlich LEDs, früher hat man da Glühlämpchen gehabt und so weiter. Die LEDs, die verursachen keinen Geruch, die hat man ja woanders und das ist genau das Gleiche. Im Nebenraum kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wieso, man, wenn man das Licht nicht sieht. Aber ich weiß, dass man also vorsichtig sein soll mit irgendwelchen Elektro, vor allen Dingen, die wirken so wie eine Antenne. Und ich habe auch den Baum in der Nähe des Routers stehen und ich muss immer aufpassen, dass das sich nicht irgendwie beeinflusst. Also ich bin sehr stark für C. Wir können natürlich unseren Joker verwenden oder sollten es vielleicht auch, aber würden ihn sehr nahelegen, wenn nicht jemand ganz wichtige Gründe dagegen hat. Ja, ich fühle mich auch bei C. C zu nehmen. Hey, da wollen wir wenigstens wissen, wie du heißt. Kai hat doch nicht mal Zeit gehabt, ein Mikrofon zu nehmen. Hey, Jörg. Okay. Und das ist meine Arbeitskollegin Regina. Hallo, was macht ihr denn beruflich? Wir sind Laboranten. Okay, aber morgen dann nicht? Nein. Okay. Und Mittwoch auch nicht. Achso, ach, den Mittwoch gleich auch noch freigenommen. Yeah. Okay, gut. Jörg, alles was klar. Was seid ihr mit C? Bitte? Ja, Laboranten. Falls mal irgendwie eine Chemie oder sowas Frage kommt, müssen wir das ja... Ja. Okay. Da steht sie denn auf. Alles klar, Antwort C haben wir eingeloggt, Jörg. Und schauen wir, ob es nochmal 500 Euro obendrauf gibt vor dem Finale in der Runde. In einer Lichterkette sind in der Regel Leitungen aus Kupfer verbaut. Tatsächlich kann ihr Einsatz den WLAN-Empfang beeinflussen. Die Kette fungiert als Antenne, fängt das Signal ab und stört die Verbindung zwischen Router und Empfangsgerät. Ein Weihnachtsbaum mit Lichterkette sollte daher so weit wie möglich vom Router entfernt aufgestellt werden. Und Thomas, du weißt Bescheid, den Weihnachtsbaum woanders oder den Router woanders aufstellen. So, wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale in der Runde mit unseren beiden Jägern. Bernhard und Sebastian Klussmann haben 1.500 Euro erspielt. Ja, da kommen wir rüber. Also. Elton und Dr. Thomas Kinne 2.500 Euro. Und wir kommen zum Finale in dieser Runde. Also wie gesagt, wir müssen... Die Kategorie, aus der... die jetzt folgende Masterfrage kommt, ist Dezember. Ja, ja, was willst du nicht haben? Ja, es ist eure Kategorie. Abgekartet, wir hier. Es ist schneller wieder Dezember, als man denkt. Ja. Hm? Also,
Ihr könnt ja, jetzt könnt ihr ja gerne nachfragen, aber ich höre schon hier hinten, die sind sehr gierig hier. Ne? Alles. Kommt jetzt eine neue Kategorie. Oh. Es kommt eine neue Kategorie. Ach so, das war warum? Was? Das war doch lustig. Ein technischer Fehler. Das war wirklich. Ihr solltet öfter technische Fehler machen. Die sind sehr lustig. Dezember war sehr gut. Ich fand's lustig. Aber ich bin gespannt, was jetzt für einen Monat genau. Kommt, jetzt, den wir. Jetzt kommt Mai. Für einen Monat kommt, den wir noch nicht hatten. Och nein. So, hier ist die Kategorie der folgenden Masterfrage. Europa. Es schreit keiner mehr alles. Jetzt. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die Masterfrage. Die Hauptstadt welches dieser EU-Länder kommt alphabetisch an letzter Stelle? Oh Gott, das ist so eine Wer wird Millionär-Eingangsfrage. A. Österreich, B. Lettland oder C. Kroatien. 20 Sekunden laufen jetzt. Sebastian Klussmann erleidet gerade körperliche Schmerzen. Ja, kommt doch gar nicht wann. Denn, ja. Wenn du den deutschen Namen der Stadt nimmst. Hagram, du Besserwisser, du. Ja. Gute Erinnerung an die Stadt. Ja. Da können wir ja gleich drüber reden, aber jetzt gucken wir erstmal, wie viel ihr gesetzt habt. So, ihr, Sebastian Klussmann und Bernhard haben gesetzt. Alles. 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 Ja. So. Oh. Ja, aber Thomas Kinner und Elten haben gesetzt. Ja, das ist zu viel. 2000 Euro. Ja. Ah. Ich muss noch was aufholen. Oh. So, nach welchen Antworten wurde getippt? Team Werner tippt auf. Mittlerweile. Antwort C. Team Elten tippt auf. Antwort C. Dann bin ich mir sicher. Jetzt. Ja, Wien, welche Erinnerungen hast du jetzt an Zagreb? Europameisterschaften im Quiz. So etwas gibt es und ich habe meine erste Medaille dort geholt. Oh. Wow. Welche war's? Damals die Bronzemedaille, mittlerweile sind ein paar Goldene dazugekommen. Ja. Ah, perfekt. Wann ist die nächste Europa- oder Weltmeisterschaft im Quiz? 4. bis zum 6. November in Berlin, die Ultimate Quizzing Championships. Okay. Seid ihr da beide am Start? Nein, du machst so einen Quatsch nicht, ne? Quiz-Kopf, eine Ego-Nummer. Ja, wir haben Teamquizze da, ja? Deutsche Nationalmannschaft. Okay, sehr gut. Wir drücken euch die Daumen. Danke. Ne? Ja, dann kann ich euch so viel verraten. Klar, Hauptstadt von Lettland ist Riga. Die Hauptstadt von Österreich ist Wien, natürlich. Und die Hauptstadt von Kroatien, Zagreb. Und damit ist Antwort C natürlich die richtige Antwort. Dr. Thomas Kinner-Elten gewinnt 4.500 Euro. Ja, das haut natürlich gleich richtig rein. Das sind pro Kopf 91,84 €. Sehr gut. Mir wird schon gefordert, du sollst einfach bleiben, Thomas. Ja. Aber wir haben das schon öfter hier erlebt. Das ist keine Garantie, ne? Weil die Art der Fragen, also das sind natürlich klassische Wissensfragen jetzt hier so, eine, aber die anderen sind doch ein bisschen anders gelagert als das, womit ihr euch bei gefragt habt. Absolut, ganz andere. Ich meine, die ganzen Gemüsefragen kommen bei uns kaum. Ne? Wir hatten ganz viel Gemüse. Ich muss an dieser Stelle sagen, mich ärgert, mich wird das jetzt die ganze Nacht wurmen, diese Van Gogh-Frage, weil mein Spezialgebiet ist Kunst, kann ich an dieser Stelle
sagen. Ja, blöd gelaufen. Ich gehe schon, ich gehe schon. Barkunst, ah. Barkunst. Ja, ich weiß nicht. Ja, ja, aber es ist ganz anderes Spiel hier, macht aber mindestens genauso viel Spaß. Ja, ja. Heute besonders mit den Kategorien, also ja, da musst du ja gar nicht was sehen. Wir lassen uns auch mal was Neues sein. So, die, das auch. Auch die Applet-Spieler, die jetzt hier in der Nacht noch dabei sind, wird das jetzt freuen. 91,84 Euro, ne? Also auch da, herzlichen Glückwunsch. Drei haben gewonnen. Ihr werdet dann benachrichtigt oder seht die Namen jetzt dann wahrscheinlich eingeblendet. Lohnt sich auch. Und ja, vielen Dank. Vielleicht, ja, vielleicht ist das ja für euch auch mal was. Gefragt, gejagt, 25 Stunden. Also für uns, ja. Besprecht das mal mit eurem Moderator. Gibt es überhaupt genug Fragen, die man in Pinfett stellen kann? Ja, also, dann haben wir doch hier einen schönen Pro-Kopf-Gewinn in dieser Runde erzielt. Und ich glaube, wir bewegen uns damit auch schön ausgeglichen momentan zwischen den beiden Publikumsseiten und ist doch sehr schön. Also dann, wir machen ja noch ein bisschen weiter. Ja. Ist ja gerade erst 2 Uhr. Guck mal. Das ist. Ja, man muss sich das immer so ein bisschen vor Augen führen. Es ist jetzt 2 Uhr, das ist die Zeit, da ist man dann früher gerade in die Disco gegangen. Ja, ich war. Ja, hat Spaß. Tut mir leid. Nach Vorglühen. Bei Mike war ich noch. Ja. Aber ich hatte sofort Schwimmbärlauf. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, froh, dass ich meine Romance hatte. Ich war lustig vom letzten Mal. Aber das war Mann. Ja, super. Sehr lustig. So, und jetzt geht's. Also du bist ja noch früh dran. Ich gehe jetzt zu Bernd in der Spieletechnik. Mit ihm geraten, was da jetzt dahinter steckt. Ne, und sie mitquissen. Aber war super. Ich habe noch morgen Termin. Also du bleibst. Ich bleib noch ein bisschen da. Unbedingt. Ich weiß, wir noch irgendwie Ersatz brauchen. Das ist natürlich auch eine Sache. Läuft, oder? Das ist natürlich auch eine Sache. Ja, aber das ist so leicht. Da bräuchte ich noch ein paar Kaffee. Nee, die gibt es natürlich nicht. Ich habe nur gedacht, das ist deswegen machen wir auch nichts. Kannst du auch gleich erklären. Ja, machen wir auch. Also, das hätte ich sogar auch. Hat uns auch riesen Spaß gemacht. Wir sind offen auf dem Mikrofon. Ja, wir sind ja auch erst langsam reingekommen, aber ich glaube, wenn wir beim nächsten Mal sind, wir auch die nächsten Staffeln machen, sind wir auch gleich mehr. Ja, da freue ich mich schon. Nee, das stimmt. Ja, vielen Dank.